So, da ist er wieder. So, ich wollte mir so ein Rattlesnake-Dings machen. Das da. Ich brauche 3 Holz, 1 Stick und den Schwanz. Das. Und den Schwanz habe ich noch. Das. Und was war das gerade, was ich da gesehen habe? Teil Oak Planks, okay. So, Quest erledigt. 3 Stück gleich, so. Ich wollte wieder mal ein bisschen traden. Gucken, was die anderen so anbieten. Gib mir mal das her. Das alles da rein. So. Und ich nehme nur die weißen. Hier nehmen wir die Emeralds. Hier ist schon wieder ein Händler mit Baby-Lamas. Der eine Leine hat fallen lassen. Er tradet bestimmte Sattel. Ich nehme den für 10 und den für 11 Emeralds. Ich glaube, das sind die Sattel von der Mob-Mod. Okay. Kann man alle nicht finden, kann man nur handeln. Ich habe mir gleich mal 2 Stück geholt. So, du warst essen. Du bist noch nicht weitergemacht. Aber jetzt, zeig mal, was gibt's denn für ein Buch? Keins. Aber 3 Bücher für 1 Emerald. So. Knockback 1 für 2 Emeralds und 1 Buch. Bis zu was für Knockback kann man machen? 3, oder? 3. 2. 2, okay, das habe ich schon. Brauche ich also nicht. Dann holen wir hier noch ein paar Lampen. Ne, wir machen das mit Büchern, das geht schneller. Und Lampen. So. Dann gibst du noch ein Buch oder gibst du keins mehr? Du gibst Sharpness 5! Oh, geil! Sharpness 5, das snack ich mir jetzt einmal. Oh, du hast Fortune 3. Hab ich ein Lack mit den Villagern? Holy shit! Der will Rotten Flash, das kannst du haben, das sammle ich immer komischerweise. Erstmal Sharpness 5 aufs Schwert schmeißen. Amboss war noch 1 weiter oben. Das habe ich schon. Das ist mal eine der wenigen Sachen, die ich brauche. Aber holy shit, ey. So. Hatte ich hier noch im Death Strider Protection Power? Hier oben war Projektil Protection 4, genau. Das würde Power 2 ergeben mit dem Power 3. Das Projektil Protection 2 brauche ich noch. Blast Protection würde tatsächlich schon 2 rauskommen. Wenn ich das so mache, sind das nur 4 Level. So. Protection, Death Strider, Projektil, Protection, so. Jetzt brauche ich Alter, jetzt geh doch mal. Ey, dieser Fahrstuhl schön und gut, aber das Runtergehen ist immer nervig. Hier liegt noch eine Leine rum. Der lässt Leinen fallen, aber hat seine Viecher immer noch an der Leine dran.
echt creepy manchmal. Kann man Leinen mit Spawner. Okay. Leinen-Spawner. Ja. Und warum sitzt mein Hund hier? Komm mal mit, Wuffi. Komm. Sitz. Nein! Sitz! Ey, der sitzt und der läuft weiter. Creepy. Papier, Papier, Papier. Hammer hier. 60 Stück muss. Und Rottenflash brauche ich noch. Oh, da habe ich stackweise von. Das gefällt mir. So, du hattest Fortune 3. Dich wollte ich auch noch ein bisschen off-traden. Geht nicht. Okay. Ein Fortune 3 Buch. Und ich brauche Emeralds. Hä? Da hinten ist er. So, Brianna. Los, zeig mal, was kannst du noch bieten? Drei Gold, ein Emerald, ein Lapis. Ne. Ein Emerald, zwei Redstone. Nö. Da ist der, der Geld gegen Emeralds tradet. So, nein. Wo war denn jetzt der Fortune-Heini? Hier. Muss ich immer noch ein paar Bücher. Mann, warum? Ich investiere jetzt mein ganzes Geld in Emeralds. Wenn das so weitergeht. Und da regnet es einfach mal XP. Schon wieder 24 Level. Holy shit. Komm, ich brauche bloß noch eins. Ach, scheiße. Gibt's hier in der Emeralds traded? Also Sachen gegen Emeralds und so hier. Inksex. Nein. Du? Ein Buch, ein Emerald mache ich erstmal. Wo ist der Fortune? Nein. Hier. Von 33 auf 31 Emeralds runter. Alles klar. Können wir gerne machen. Der will 15 Kohle haben. Ach, schlaft erstmal eine Runde. Willst du ein Fortune 3 Buch, Darko? Ich wüsste nicht wofür. Okay, dann nicht. War nur ein Angebot. Dann, was mache ich denn da jetzt noch? Könnte noch ein paar Mobs jetzt unterwegs klatschen. Ja,
vielleicht sogar angebracht. Wie viel brauche ich denn noch für das nächste? 106 von 125. Hier ist schon wieder ein unsichtbarer Mob. Dann, ich verdrück mich immer. Also noch näher an meiner Base Bäume setzen ging nicht, oder? Ich habe mit Absicht die Dinger an meiner Base weggemacht. Also, ups. Die habe ich jetzt überall gesetzt, in einem Radius von keine Ahnung. Ja, aber vor allem zwei Blöcke von meiner Mauer weg, bloß. Erstens, da wächst sowieso nichts dann. Und... Doch, die wachsen. Alter, das ist mir definitiv zu nah. Ich hatte da mit Absicht ja alles schön weggemacht. Damit ich halt von meiner Mauer aus einen Überblick habe. Du musst mal hier zu mir hochkommen. Geht grad nicht. So, halt das Auge reicht, Zeppling. Die restlichen, die ich jetzt wieder eingesammelt habe, verfütter ich an meinen Elefanten. So. Das da hinten für ein, das ist ein Steinblock, okay. Na kommt mal her, ihr Zombies. Ich brauch XP. So, und es dauert, bis die da sind. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Warum ist das hier so? Hab ich offen, ja. Oha, mit 31.000 Millisekunden läuft das Server gerade. Aber warum? Keine Ahnung. Ich stehe hier einfach nur rum und warte, dass die Zombies kommen. Und weil das so leckt, schlagen die einen sogar, wenn sie in der Luft sind. Toll. Meine Axt kann Zwick-Touch machen. Hast du vielleicht Fortune drauf, dann geht das nicht mehr. Ah, gut, ich hab Fortune drauf. Oh ja, eine neue. Mutant kommt kein Bett. Wie viel sind wir jetzt? 114, also noch 11. Und das Mutant gespawnt. Das hat schon mal nicht funktioniert. Düt.
Dago und deine Base sind ganz viele Mobs. Ist auch kein Wunder, wenn ich eine Difficulty von fast 80 habe. Naja, ich lock die aber auch gerade um deine Base herum. Ich hab keinen Bock auf das Mutantenvieh. Nee. Ich kämpf lieben gerne gegen das Mutantenvieh, aber nicht wenn. Das ist bei mir bei den Zahnrädern! Schlimm? Aber es leckt so sehr. Da wie der dasteht und mich anguckt, ey. Ey, ich wollte da jetzt was bauen. Da. Für dich. Bitteschön. Oh, geil. Boah, Dago, das zahle ich dir heim. Das zahle ich dir heim. Ey, der backt da fest. Warte, ich hab noch TNT. Ich merz ihn gleich aus, warte. Ich muss noch ganz schnell was craften. Nee. Warte. Nee. Nicht meine Minute. Warte. Dauert nicht lang. Oh oh. Nein, Ike. Warte. Du hast mich runtergeschubst, du Arsch. Ja und? Das kannst du aber nicht hiermit vergleichen. Oh doch, das kann ich. Du kennst mich doch. Boah, Mutant Lava. Wo ist er denn? Ey, du machst mein Feld kaputt, du Wichser! Ja, ich lock ihn gerade zur Abfahrt. Das klappert hier so. Wie hast du das jetzt hinbekommen? Knarre, was machst du sonst? Hey, da macht meine Feder kaputt! Ja, aber wieso macht die so viel Damage? Keine Ahnung, ich hab nur keine Munition mehr. Ella! Da muss man den Mobs hier nerven, mal ein bisschen. Dieser Kledepümmelklatscher nervt. So, mich interessiert jetzt ernsthaft, wer hat mich hier runtergeschubst? Was da? Noch irgendwas? Nee, die Bulle brauche ich nicht. Im Übrigen, der Mutant ist down. Oh. Ein unsichtbarer Zombie in Goldrüstung, geil. Ich
das Spiel wieder super hinbekommen. Das müssten sie vielleicht wirklich noch verbessern, auch im Vanilla. Weil da rennen ja auch gerne mal unsichtbare Mobs rum. Dass die eben keine Rüstung oder so tragen. Hunde? Welche unsichtbare? Ja. Gibt's auch unsichtbare, klar. Man hat ja auch schon mit unsichtbaren Spinnen gekämpft. Na komm, ich klatsch euch gleich. Hi. Moment. Schuck grad sehr wenig. Ich brauche nämlich das Rotten Flash von denen. So, jetzt sind nur noch zwei. Was wolltest du denn? Ne, ich wollte nur sicher gehen, dass du noch da bist. Ja, ja. Da war ich gerade aus Versehen nicht die Mute-Taste, sondern alles Mögliche gedrückt habe, weil ich 125 Zombies geklatscht. Quest fertig. Welche Quest hab ich? Oh, hier liegt Weizen rum. Hier liegt einfach Weizen. Ja, hab ich weggeworfen. Der hat mein Feld kaputt gemacht mit seinem Gestampf in der Mutant. Joa. Besser deins als meins, würde ich sagen. Ich. Du hast mich eiskalt da runtergeschubst. Eiskalt warst du da, ne? Du gehst also komm, ich hab dich nicht direkt. Nein, ich hab dich nicht direkt zu dem Mob hingestoßen. Ich wollte dich außerdem gar nicht runterstoßen, ich wollte dich nur auf der Mauer weiter wegkicken. Du und gehst den Schiss einzujagen. Über Leichen. Ah ja. Du bist per Definition noch keine Leiche, also. Die da. Das da. Das. Das. Dü-dü. Aber ganz. Ach, schon wieder 31 Level. Läuft. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Weg damit, weg damit, weg damit. Weg damit. Das kommt dann alles wieder ins Gepäck rein. Also so. So. Genau. Ich muss mal alle Todespunkte löschen. Alter Schwede. So, jetzt habe ich noch den Blaze Spawner. Ey, es sind halt immer noch so viele Zombies. Ja, die spawnen ja nicht. Leider. Alles Darko seine Schuld. Ey, das Haus sieht so grottenhässig von dir gerade aus. Ja, viel schöner sieht das bei The Walking Dead auch nicht aus. Die wohnen in richtigen Häusern. Die haben sich da richtige Hütten aufgebaut. Und du... Es bleibt... Nein! Du Drecks-Wichs-Picke! Schon wieder deine Wand weg? Nein, meine Zahnräder. Das ist tausendmal schlimmer, weil ich nicht weiß, wie ich die angeordnet hatte. Oh, das ist scheiße. Wicken! Was? Ich mach hier gerade meine Wand ja, wieder heil und weiß. Du nervst mich. Das war die Strafe fürs Runterbouncen.
Hä, war das so? Hilfe, ich weiß das alles nicht mehr. Oh, jetzt stecke ich ja auch noch fest. Ey, Darko, du hast es mit dem Pack heute. Was war das? Nur eine Granate. Keine Angst. Die habe ich schon oft gesammelt. Ach, Darko. Du hast es nicht leicht. Ah, okay, so. So, Fortune Heini, dich wollte ich noch ein bisschen traden. Wir hatten jetzt Schaden bekommen. Hä? Warum ist... Der männliche Elefant ist ausgebrochen und hat gerade auf meine Mauer hoch ein Lama gebounced. Und hat den Trading Villager gekillt. Was? Ja! Ich habe jetzt auf meiner Mauer ein Lama. Geil. Aber wieso ist der ausgebrochen? So. Ich habe einen Kopf von einem Wandering Trading Head. Das sieht so grottenhässlich aus, ey. Aber der haut auf mich. Der Wix-Kopf. Nö. Muss jetzt. Aber wenn du ihn noch nicht gezähmt hast. Der stirbt jetzt so. So, ich war noch ein Belt. Die hab ich nicht mehr. War ja irgendwie klar. Jetzt steht das Ding bei dem Villager noch vor Haus. Alter. Das ist so creepy gerade. Kann man den eigentlich killen? Was? Ja, den Händler. Natürlich. Okay. Er hätte auch sagen können, dass der. Den haben wir doch im Vanilla auch oft genug gekillt. Ich erinnere das schon alles nicht mehr. Die einzige wirkliche Erinnerung an, oder zwei Erinnerungen, die ich an dieses Vanilla-Projekt habe, ist, dass ich den Manning Villager gekillt habe, aus Versehen. Mhm. Und dass ich einen Stack Emerald-Blöcke hatte. Ja. Das sind die einzigen zwei wirkliche Erinnerungen, die ich da dann noch habe. Ah. So. Und ich, wenn das so weitergeht, Leute, das Visier ist ja geil. Ich sniper dich nicht, also ich visier dich nicht mal an und ich sehe im Visier trotzdem den Kopf. Ich bin über dir. Ja, ist mir gerade, ehrlich gesagt, wurscht. Nee, du bist über mir. Wieso bist du über mir? Was hast du da für einen hässlichen Kopf auf? Das ist der Trading Villager Kopf. Ach, du Scheiße. So, ich brauche noch mal kleine Wheels. Ey, das ist so... Ich weiß es nicht. Ich wollte aber weiter traden. Ich will gucken, was der Fortune Villager noch hat. Ich mach das jetzt noch fertig, weil das funktioniert, bin ich raus. Ja. Ich hab das Modpack heute in vielerlei Hinsicht umgebracht. So, ich habe schon wieder 33 Level. Oh, ich habe 10 Quests gerade auf einmal fertig gemacht. Ja. Oder 2. 10 Quests vor allem. Aber warum? Haben deine Räder vielleicht aufgehört, sich zu drehen? Ja, genau, aber warum? Ja, das ist eine Quest. Nee, warum? Ja, weil das nicht irgendwie so richtig klappt, irgendwie. Wo soll ich das wissen? Ich kenne die Mod nicht. So. Ich kenne die halt auch nicht. Ich wusste, dass es die Mod gibt und ich fand die eigentlich geil. Und jetzt finde ich sie absolut der schlimmste Albtraum, den man sich hätte vorstellen können. Ach du vielleicht. Ich finde die immer noch gut. Deswegen, ich werde auch im Singleplayer das Ding hier spielen, Alter. Und da kann ich aber dann abdrehen, wie ich will, ohne Probleme. Projektil Protection Changeling. Du warst ja schon fertig aufgerüstet. Ja, gut. Trade ich mir noch ein bisschen Rapid Stew.
oder Cooked Chicken. So, 35 Level mittlerweile. Okay. Ach, Windrad, du nervst. Wasserrad. Das. Und dort Essen erst einmal rein. Dann kann ich weiter mit dir traden. Also ich habe definitiv keine Essensprobleme in nächster Zeit. Mein Backpack wird gerade mit Rapid Stew voll getradet. Und das gibt eben 5 Hungerkeulen. Ich weiß. Komm, Chi, schalte dich frei. Dried Kelp Block, 10 Stück für ein Emerald. Das geht eigentlich. Naja, aber trotzdem Junkie Farm. Nö, wenn du es automatisierst nicht. Und ich habe 3-4 Stacks Cooked Chicken mittlerweile. Ja. Das Feld, was bei dir immer dupliziert wird, verschwindet bei mir immer. Was, du Kid Fortune bei dir drauf? Doch, aber das verschwindet einfach, ist weg, wenn ich es abbaue. Nee, verschwindet nicht, das liegt dann irgendwo rum. So, nein, nicht aufrecht. Das und das da rein. Oh, wie kriege ich das jetzt zeitlich hingedreht? Ich drehe am Rad, so. So, da haben wir wieder rote Herzeln. 23 Bullets habe ich noch. Kann man die craften? Ach, die sind ja easy herzustellen. Das ist ja easy peasy. Genau. Was wollte ich jetzt? Der Hammer kommt da rein, die Leinen kommen da rein. Das da, der Handschuh da, das da, Glastorte. Mein Geld bleibt erst einmal hier in der Base. So. Holz behalte ich, die Pflanzen. Advanced Bullets habe ich jetzt noch 50 Stück. Nächste Quest, die haben wir erledigt. Bei der nächsten kriege ich dann ein Ancient Debris. Wow. Mir schon immer gewünscht. Nein, hier. Autorad. Dazu brauche ich Dried Kelp. Ich habe doch Kelp gefarmt. Das brennen wir jetzt mal durch. So. Dann, ich brauche nur ein Rad. Das müsste ich hier tatsächlich nicht mehr hinbekommen, weil ich das Dried Kelp gegessen habe. Das hat mir im Übrigen auch noch Herzen verpasst. Hey, hast du jetzt mehr als 20 oder wie? Nee, ich hatte doch vorher nur 16. Ne? Also. Was ist hier drinne? Oh ja. Oh ja. Ich übertreib gerade mal richtig. Mach das. Rick, du musst dir das mal anschauen. Mach ich später dann. Ich will jetzt erstmal hier ein paar Quests weitermachen. Ich hab ewig keine Quests mehr gemacht. Ich bin immer noch rumgepümmelt. Das Wheel war was in der Mitte? Der Eisenknopf. Den hab ich schon 4-mal. Ich glaube aber, ich brauche 6 Reifen tatsächlich. Das sind mal eine Menge Erze, die ich jetzt hier habe. Meine Erzkiste läuft über. Okay. Ich sollte vielleicht die Gold- und Eisenhackets mal zu Ingots machen. Wäre von Vorteil. So. Habe ich wieder 2 Slots frei, schön. Ich muss Dias farmen. Ich komme nicht drum rum. Warum ist mein ganzes Kelp hier weg? Ich hatte doch mal so viel.
Und, ah ja, ich muss ein Hühnerspaßbad bauen. Hühnerspaßbad? Dass die Eier automatisch aufgesammelt werden. Ich brauche für den Blazecake Eier. So. Einmal. Zweimal. Dreimal Honig, komm. 9 Stück, sehr schön. Nee, das ist falsch rum. Da ist mein ganzes Kelp hin. Scheiße, das ist falsch rum. Hä? Och nee, das macht mir wieder Mechanical Crafter. Ach komm. Ach, du hast mir den komischen Kopf gespendet. Ja, was will ich damit? Der ist hässlich. Wenn wir drauf sitzen. Nee. Das gibt mir ja voll viel Rüstung, Darko. Ja, brauchst du nicht, wird überbewertet. So. 1. Das war 1 zu weit nach hinten, ne? Alter Schwede. So, und da wird das erste Rad gecraftet. Ich glaube, das könnte zu Let's führen, aber egal. Ja, nur ich leide ja drunter, ne? Ich sagte, das könnte zu Let's führen. Ich glaube es nicht. Wenn ich habe noch nicht übertrieben. Wenn es zu Let's führt, muss es abbauen. Mhm. Es kann halt wirklich sein, dass das durch die ganzen Zahnräder kommt. Na gut, dann bist du aber tausender Vorreiter von allem. Ich glaube, du hast das Dreifache von meinen. Mittlerweile nicht mehr. Ich sehe bei dir einfach gar kein Zahnrad. Also dieses schwarze Lama auf dem Haus, ne? Ey, das ist so creepy. Wie hast du das eigentlich gemacht? Wirft man da einfach die Erze rein, die spawnen nicht? Oder die spawnen dich? Ich hab einen Hopper drüber, da mache ich die Erze rein. Ah, und der ploppt das dann halt im passenden Abstand. Nö, der ploppt das dauerhaft raus. Aber anscheinend. Ja, ist das der richtige Abstand, oder? Anscheinend spawnt das nicht. Die dürfen keinen Luftraum dazwischen haben. So. So, Quest erledigt, ich hab einen Autoreifen. So muss es sein. Ich glaube, so meint euch das. Vehicle Crate. Das ist auf jeden Fall fürs Auto. Deswegen kann man da auch durchlaufen. So, das heißt das und das. Da ist das nächste Reifen. Der nächste Reifen. So, jetzt kommt Reifen Nummer 3. Ach, Darko, falls du dich wunderst, warum hier ein zwei Block breites Loch mit einem Cobblestone ist, da kommt dein Grab drauf. Das ist dein Grab für dich. Alter Schwede. Du musst dir das echt mal anschauen, bitte. Ja, da war. Ich muss das sowieso, warte mal, ich muss das sowieso mal bei dir vergleichen. Ja, bitte, weil ich will schnell noch die Reifen zu Ende craften. Ich will wenigstens das fertig kriegen. In der Folge ist Craft Autoreifen. Oh je. Was dagegen, dass ich irgendwann Auto fahren will? Ja, weil du entweder gegen eine Wand fährst oder weil das
keine Ahnung, overpowered ist oder es zu Lex führt. Diese drei Möglichkeiten gibt es. Aua. Da hast du deine Lex. Okay, passt. Es geht. Ich hab dir drei Eisen gespendet. Es geht genauso schnell, schade. Warum drehen sich deine schneller? Wie hast du denn das hingekriegt? Muss ich dir gleich mal anschauen. Ja. Aber deine laufen genauso falsch rum wie meine. Wieso, die laufen? Nee, ist schon richtig so, wie es dort ist. Es funktioniert so, aber ja, aber es ergibt eigentlich wenig Sinn. Weil normalerweise müssten die Zacken ineinander laufen, also beide nach unten. Nur eins läuft nach oben runter und denkst, das andere läuft. Denkst du ernsthaft, der Mod-Entwickler tut noch ein zweites Stein-Wheel herstellen? Oh, warte mal. Ich muss nachladen. Oh Mann, du bist so ein Tierquäler. Vor allem, warum hält die so viel aus? Ich hasse Katzen. Ey! Ich hasse sie auch, trotzdem kill ich sie. Darko! Oh. Ich hab einen Katzenkopf bekommen! Ich hab einen Urwald erschaffen. Ups. Ey, wenn das an meine Base kommt, ne, und da irgendwie Mobs reinkommt zu mir. Boah, ich schwör dir, ey, deine Base hat mal da gestanden. Schau dir das mal von oben an. Ja. Komm mal mit. Dann zeige ich dir das. Erstmal von vorne anschauen, wie es aussieht. Ja, erstmal von vorne. Au. Dann erkläre ich dir die Technik. Da habe ich doch Angst, dass du mir das abhebst. Okay. Ja, weil so schnell muss ich den Mixer hinkriegen für das neue Ingot. Jedes große Rad ist eine Geschwindigkeitsverdopplung bei mir. Oder sogar Vervielfachung, ich weiß es gerade nicht. Muss ich testen, ne? Nach der nächsten Pause irgendwann mal. Jetzt geht's erstmal an den Motor. Dann der Large Engine. 2, 4, 15 brauche ich 15 Mechanical Crafter. Hammer. Ich brauche unten Holz, oben Elektron-Tubes. Wie viele Elektron-Tubes habe ich noch? Ein. Ich brauche 5. Und unten Holz. Gut, das kannst du haben. Holz habe ich mehr als genug. So, Holz ist drin. Poliertes poliertes Rosenquarz, Redstone Torch, Iron Nuggets. Ich habe alles bis auf Eisen. Okay. So, 5 Nuggets, die reichen. Sticks kommen hier und 5 Rosenquarz. Ja, geil. Kommen die Mutanten schon selbst zu mir. So, das. Und wo ist jetzt das Ding hin? Da. Die kommen oben drauf. So, Mitte. Kommen 3 Mechanical Pistons, 2 Furnace Engine. Och, leck mich doch. Wie viel hab ich noch? 6, das reicht. Ich muss die Dinger nochmal abbauen hier, ey. Ach komm. So. Engine. Large Engine.
aus Diamonds. Sieht natürlich besser aus. Maximal Speed 21,6 kph. Und die wir bauen müssen, macht 7,2 kph. Die reicht aus. So, Mechanical Pistons brauche ich. Die sind leicht zu craften. Ich sehe dort wieder was rumbauen. Ja, ich habe wieder eingeklebt. Mechanical Pistons. 3 Stück. 1, 2, 3 Hammer. Das und das hier brauche ich einen stinknormalen Pisten. So. Ich brauche von den Dingern 2 Stück. Ich brauche Eisen. Ich habe wieder Eisen vergessen. Ey, willst du mich verarschen? So. Eins, zwei. Die Hammer, dann brauche ich Brass Casing. Die müsste ich hier haben, genau. 2 Stück. Und dann brauche ich 4 Brass Ingots und 10 Brass Sheets. Und die muss ich noch herstellen, die Brass Sheets. Und dann ist mein ganzes Brass weg. Schön. Warum hat er das? Ach, weil es zur falschen Öffnung rausgeht, lol. Ernsthaft? Tatsache, es ging zur falschen Öffnung raus. Mini-Zombie auf Speed ist ja absolut die Hölle. Ja, es hat gerade geleckt. Das Rezept hat ewig gebraucht, bis es startet. Ich habe hier einen Mini-Zombie, der ist ja von Grund auf schon schnell und der hat jetzt noch einen Speed-Effekt. Dann viel Spaß, würde ich sagen. Meine Ex. Ach, meine Tochter ist schon wieder draußen. Mit einer Laterne. Wozu war das schon wegen vorher? Keine Ahnung, was die da gerade machen. Hat es mir aber erst vor 30 Minuten geschickt. Okay, bin ich gegen 6:55 an der Breitenstraße. So. Komm, Blob raus. Eins. So, die zweite, dann kommen da wieder 3 ran, genau, und dann kann ich das hier setzen. Läuft. Furnace Engine. Stresskapazitator Capacity Large. Komm dem Auto immer näher. Ey, dieses Lama auf dem Dach. Jetzt liegt das dort und pennt. Holy shit, ey. Ach genau, da kann ich in der Zwischenzeit mal was kochen. Und zwar das da. Das habe ich gekocht, noch nicht gegessen.
So, jetzt. Unten war Holz. Die waren so gesetzt. Die so. Und oben waren die Tubes. Passt, glaube ich, gleich den Motor. So, das nächste wäre dann Small Engine, Electrical Engine und das Jack. Small Engine, ach, da geht schon wieder der Mist flöten. Geht das? Elektronentubes brauche ich. Haufen Mechanicals, Pistons. Oh, kommt. Naja, welches ist ein großer? Das ist alles 3x3, das sind alles 3x3 Crafting-Teile. Gut. So. So, da ist der Motor fertig. Ach komm, ey. Durch diesen Scheiß-Slack, also. Nee! Was ist denn jetzt passiert? Ja, weil es halt. Diese Scheiß-Mini-Lags. Warte mal, wie viel von diesen Dingern hatte ich? Ne? 15, 15, 16, 18, 19, 21, genau. Durch diese Mini-Lags, wenn du den Mechanical Crafter abbaust, ich sneake ja dabei, damit ich nicht alle abbaue. Und durch den Mini-Lag wird das natürlich nicht gleich sofort akzeptiert, wenn ich aufhöre. Also wird das Sneaken nicht gleich sofort akzeptiert und er baut alles ab. Und das fuckt gerade ab, ey. So, da unten kommt Holzlocks. Ich brauche jetzt noch 4 Mechanical Pistons. Dazu brauche ich das da. Ich kann einen machen. Warum? Was fehlt? Das Advanced Casing. So, machen wir gleich 5 von den Pistons. Nö, 3. Warum? Was fehlt jetzt? Piston Extension Pole. So, da haben wir wieder 8 Stück. Jetzt haben wir 4 von den Pistons. Genau. Jetzt brauche ich wieder normale Pistons. Lass mich da in Ruhe. Machen wir auch gleich 2 Stück. So. Brass. Ich muss Brass herstellen. Brass, 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 Brass. Das war im Mixer mit Hitze. Das heißt, ich brauche wieder einen Lava-Eimer. So. So. Nein. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Dass das hier zu langsam ist. Es wird in der Stanze gemacht. Aber ohne Feuer tatsächlich. Cool, jetzt habe ich einmal Lava verbraucht. Schön. So. Sag doch mal bitte Bescheid, wenn du die Zahnräder upgradest, also schneller machst.
möchte mir das mal anschauen, wie du das regelst, löst. Gerade eben Gorni, ich muss erstmal andere Sachen machen. Wo sind meine Brass-Ingots? Hä? Jetzt hat er mir einen Zinkblock gemacht. Brass machst du im Mixer. Mit Kupfer und Zink. Das weißt du aber. Glaube ich. Der hat das bei mir aber nicht hergestellt. Es ist zu langsam. Och man, leck mich doch am Arsch, ey. Die Junge sind so viele Hühner. Das kotzt mich gerade an, ey. Ist der Scheiß zu lahmarschig hier? Langsamer. Jetzt geh doch mal ran. Ne? Natürlich geht das nicht so. Und so auch nicht, weil das wieder in die falsche Richtung dreht. Und das geht auch nicht, weil sich das auch wieder in die falsche Richtung dreht. Kommt, ey, leckt mich am Arsch. Ich hab so die Schnauze gerade voll hier. Überhaupt so klappt. Mann, Mann, Mann. Ne, das klappt so nicht. So connecten die zwei hier nicht. Aber jetzt, das ist immer noch zu lahmarschig. Genau, muss sein, dass ich keine Bienen finde. Sind wir alle hier weggenommen oder warum? Wie alle weggenommen. Ich hatte ja auch welche unter so Fackeln gestellt. Finde ich nicht wieder. Da war nur eine mit der Fackel und da hatte ich ja gesagt, dass ich die gemobst habe, ne? Ja, ich finde keine anderen mehr. Muss ja einmal warten, bis deine halt voll sind. Ich für was denn? Voll abbauen. Ja, ich muss die immer noch mit der Silk Touch Picker abbauen. Oder Axt besser gesagt. Und dann müssen die halt voll sein. Und deine zu Hause werden irgendwie nicht voll, oder? Du erntest sie mal passend ab. Ich ernte die regelmäßig ab, na klar. So, hier. Ja, egal, ist jetzt nicht das Thema. Ist immer noch zu lahmarschig. Ja, das ist, dreht sich nicht schnell genug, der mixt mir das nicht zusammen. Du musst deswegen nicht zu mir kommen, ich mach mir das selber, Draco. Okay.
werde sowieso irgendwann offscreen hier alles umbauen. Ich kenne mich. Noch langsamer. Ich verstehe das nicht. Ich krieg diese Aufgabe nicht hin, obwohl deine Teile jetzt voll sind. Vorsichtig transportieren ein volles Screen. Das heißt die Aufgabe. Hab ich. Ich hab's wieder hingestellt. Nichts passiert. So, groß, klein, groß, klein, groß, ja, das sorgt wieder für eine Sperre. Das muss ich anders drehen. Das geht so nicht. Komm, ey. Kupfer und Zink? Ja, hab ich doch alles reingeschmissen. Kupfer, Zink. Hitze ist drunter. Wenn der immer bei der Maschine steht, ist zu langsam, dann ist er halt wirklich zu langsam. Da steht überhaupt nicht, weil ich die scheiß Goggles nicht aufsetze. Meine, das wurde auch ohne angezeigt, aber gut. Nee. Ich weiß das aber so, dass sich das zu langsam dreht, weil ich mir das bloß Rezept bei Jay angucken muss. Was ich versuchen könnte. Jetzt setzt er mir wieder zwei Räder hier hin, Alter. Komm mal, du. Nee, das tut so nichts, wie ich mir das denke. Es. Ich würde gerne mein Zahnrad, was ich abgebaut habe, bekommen. Danke. Ey. Was ist denn langsam aufhört mit dem Mix hier? Und das geht wieder nicht. Das blockiert das da oben. Nein. Und wieder. Ey, ganz. Ey, ich will wissen, woran das liegt. Jedes Mal, wenn ich die scheiß Zahnräder abbaue, ich sneake dabei und trotzdem nutzt dabei in meiner durch die Legs.
Jetzt wieder alles weg. Halt, Mann, es kotzt mich nur noch an. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich das hatte, dass das schnell wurde. Mann, ey. So, das blockiert so. Das heißt, da müssten anstatt zwei Dreie hin. Da kann ich das hinsetzen, da blockieren die miteinander. Das blockiert das. Heißt er dann? Natürlich muss der jetzt auf immer 2 hier hinsetzen. Ich glaube, das wird auch wieder blockiert. Ne, das funktioniert jetzt gar nicht, weil es an 2 Zahnräder rankommt. Dann machen wir das von oben. Kann ich da nichts ransetzen, weil es nur so geht. Okay. Wenn ich das jetzt nach unten mache, wird es ja wieder blockiert. Ja. Das aber jetzt so und so mache und daran setze, ist es wieder blockiert, weil sich das in die falsche Richtung dreht. Das heißt, dort ran bringt auch nichts. Da kann ich kein Zahnrad mehr ranbauen. Also fangen wir mit klein an, nicht mit groß. So. Jetzt habe ich alles weggemacht. Toll, Ike. Egal, das da unten nervt uns bloß. So. Ich habe gesagt, wir fangen mit klein an da oben. So. Ich habe gesagt, mit klein und nicht mit groß. Danke. Dann kommt auf das Kleine ein Großes. Dann kommt dann Kleines ran. Ich brauche ein Shaft. Ein Großes. Ein Kleines. So, bitte dreh dich jetzt in die richtige Richtung und sei schnell genug. Nein, es blockiert. Das ist in die falsche Richtung. Eins. Das heißt, es müsste rein theoretisch... Das blockiert auch. Warum? Das dürfte gar nicht sein, dass das blockiert. Hätte sie jetzt rein theoretisch richtig rumdrehen müssen.
dreht sich wieder in die falsche Richtung. Das funktioniert gar nicht. Ey, wie ist das? Komm, leck mich am Arsch. Ich hab die Schnauze voll hier, ey. Ich mach jetzt erstmal eine Pause.